Zunächst einmal möchte ich den Sängern danken, weil das Lied, das ihr vor der Botschaft gewählt habt, das ist im Grunde genommen das Lied, was ich mir auch nach der Botschaft wünsche. Wäre es möglich, es nochmal zu singen? Weil wir werden es jetzt merken, wie Gott da wieder seine Hände im Spiel hatte und wie er das Thema schon von Anbeginn des Gottesdienstes bis jetzt einfach unter seiner Kontrolle hält. Er führt uns, leitet uns und so, wie Vitali schon gesagt hat. Wer einen Trost, eine Zurechtweisung oder auch eine Ermutigung braucht, der sollte vor allem sein Herz öffnen. Wir sind als Menschen fähig zu hören und gleichzeitig nicht zuzuhören. Wir sind es fähig, die Töne wahrzunehmen und unseren Verstand zu verschließen. Und das ist manchmal ein Hindernis für uns, welcher Grund da auch immer vorliegt. Aber wenn Gottes Wort klingt, sollten wir darauf achten, dass wir Zuhörer sind. Ich möchte mit euch heute ein ganz, ganz interessantes Thema einmal ansprechen. Denn das ist die Herrlichkeit und der Bezug zu uns, der Herrlichkeit Gottes und der Bezug zu uns. Wir haben das, wir werden zwei Epochen, zwei Zeiten betrachten und wir werden zwei Ereignisse betrachten, die einmal Moses und sein Volk getroffen haben und uns heute im Alltag. Und ich hoffe, uns gelingt das in dieser kurzen Zeit, so viel wie möglich daraus zu nehmen. Also die Herrlichkeit Gottes und wir oder der Bezug zu uns. Wir lesen einfach mal aus dem zweiten Buch Mose, aus dem Kapitel 14, Verse 19 und 20, um einfach in das Thema hineinzukommen. Noch einmal, wer die Bibel hat, öffnet sie bitte. 2. Mose 14, 19 bis 20. Es geht in dieser Geschichte darum, dass das Volk Gottes auf den Befehl des Herrn das Land Ägypten verlassen hat. Und jetzt haben sie sich auf den Weg gemacht. Da passieren viele Ereignisse, da passieren Dinge, die sie sich gar nicht vorstellen konnten. Und jetzt sind sie auf dem Weg. Und wenn wir die gesamte Geschichte lesen, da lesen wir heraus, dass Gott ihnen das ägyptische Heer hinterher schickt. Das war keine menschliche Erfindung, das war auch nicht die Idee von dem Pharao, sondern das Volk wandert los und merkt, die feindliche Macht kommt hinterher. Und jetzt ergibt sich die Situation, die stehen vor dem Meer, sie können nicht mehr weiter und die Ägypter mit dem ganzen Militär hinterher. Und dann lesen wir im zweiten Buch Mose 14, die Verse 19 und 20, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kamen sie zwischen das Meer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen Wolke und Finsternis und für die anderen erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Eine ganz interessante Geschichte. Gott schickt sie los, sorgt dafür aber, dass der Pharao dann letztendlich sein ganzes Militär zusammenrafft und eine Verfolgungsjagd beginnt. Und da tut Gott etwas. Er sorgt dafür, dass sie nicht zusammenkommen. Auf eine ganz interessante Art und Weise. Er kommt in Form einer Wolke und in dieser Wolke haben beide eine Auswirkung.
Schaut mal, die Israeliten, die hatten eine Erleuchtung. In der Nacht haben sie alles klar gesehen. Und die Ägypter, die waren total geblendet. Die standen schon ganz nah aneinander und haben sich nicht mehr treffen können. Gott sorgt in dieser Situation durch seine Herrlichkeit, durch seine Gegenwart für etwas ganz Wichtiges. Er sorgt dafür, dass diejenigen, die er herausgerufen hat, erwählt hat und herausgeführt hat, beleuchtet werden. Sie haben das Licht und sie haben die Klarheit, und die Feinde, die werden, und die tappen im Dunkeln rum und die werden in eine Verirrung geführt. Das ist die Macht Gottes. Das ist unser Vater im Himmel, der mächtig genug ist, durch eine Wolke, durch seine Erscheinung. Und die Wolke, das war nicht einfach so eine Form des Dunstes, sondern das war eine Wolke, die Schechina Gottes. Die Herrlichkeit Gottes erschien in Form einer Wolke. Wenn die Feinde Gottes sich aufmachen, müssen sie auch heute damit rechnen, dass sie in Verirrung geraten. Sie werden sich militärisch aufstellen. Sie werden alles dran setzen, um das Ziel zu erreichen. Aber eine Sache ist klar, wie damals, so auch heute. Wenn die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte ist, wenn die Herrlichkeit Gottes uns beleuchtet, tobt die Finsternis. Wir brauchen uns als Christen nicht darüber wundern, dass die Welt tobt oder dass die Finsternis tobt. Jeder, der Gott als den Schöpfer ablehnt, der wird, ob er es will oder nicht, in eine Finsternis geraten. Diese Finsternis führt zu einer Verirrung. Manchmal tun uns die Menschen leid. Wir beobachten ihr Leben, wir beobachten diese Verirrung. Und da in uns das Herz Gottes schlägt, die Liebe, die wir erkannt haben, über die heute schon sehr viel gesprochen worden ist, diese Liebe ist zu dem Gleichen bereit, wie Gott es damals bereit war, seinen Sohn für die verlorene Welt abzugeben. So ist auch unsere Bereitschaft, wenn sie in uns ist, dieser Finsternis zu begegnen, mit einem Licht, diese Finsternis nicht zu verfluchen, sondern dieser Finsternis zu begegnen. Warum sind wir das heute fähig, werden wir am Ende der Predigt noch feststellen. Die Israeliten damals, die waren in einer Beklemmung. Die standen da auswegslos, vor ihnen das Meer, hinten das Militär und sie dazwischen. Und jetzt kommt die Herrlichkeit des Herrn und sorgt dafür. Moses bekommt den Befehl, erhebe deinen Stab und teile das Wasser. Natürlich war das nicht Mose. Natürlich war das die Kraft Gottes, die durch diesen Befehl und durch Moses fließt. Aber das Meer teilte sich und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Und Gott sagt zu Moses, ich habe den Pharao aufgerufen und an ihm will ich mich verherrlichen. Die Wolke der Herrlichkeit wurde zum Schutz zwischen dem Volk und den Feinden. Die Herrlichkeit Gottes, wenn sie tatsächlich unser Herz beherrscht, die wird zu einem Schutz zwischen uns und der finsteren Macht. Gott hat es so gewollt, Gott hat es so festgelegt. Und wo sagt er das? Er sagt das im Römer, im Kapitel 8, von 31 bis 39. Lass es uns mal lesen, ob es auch uns in unserem Leben betrifft. Ist diese Wolke, ist diese Herrlichkeit, diese Gegenwart Gottes in unserem Leben erkennbar? Erleben wir sie oder ist sie uns fremd? Römer, Kapitel 8, ab 31. Da spricht Paulus folgende Worte. Was wollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn
für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, vielmehr noch, der auch auferstanden ist. Der auch zu Rechten Gottes ist. Der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Ich werde später auch noch mal ein bisschen weiterlesen. Sehr oft höre ich auch unter meinen Arbeitskollegen oder in meinem Umfeld, höre ich die Worte, wenn Christen sich das und das und das erlauben können, wenn Christen das und das tun oder wenn sie ihre Unvollkommenheit zutage tragen, wenn sie diese und diese Fehler machen, dann sollen sie mir nichts von Gott erzählen. Von einer Seite ist das natürlich sehr traurig, dass die Sünde immer noch in unserem Leben stattfindet. Von der anderen Seite wissen wir aber auch ganz genau, dass uns unsere Sünden vergeben worden sind. In Jesus Christus haben wir die Vergebung. Die Strafe lag auf ihn und durch unseren Glauben, durch diese Entscheidung, ihm zu glauben, haben wir die Gerechtigkeit erlangt, nicht die Perfektion. Und wenn ich heute darüber rede, da rede ich nicht über die Möglichkeit einer absoluten Gerechtigkeit von der menschlichen Seite. Nein, ich rede von einer Gerechtigkeit, die uns geschenkt worden ist. Ich rede von einer Gerechtigkeit, die wir angezogen bekommen haben, weil wir uns unter das Blut Jesu Christi gestellt haben. Und jetzt jeder, der sich das Recht nimmt, ein Richter darüber zu sein, ob Christen noch Fehler machen oder nicht, der sollte wissen, er verurteilt Gott. Er versucht uns anzugreifen, aber er verurteilt Gott. Er sagt, dass Gott blind ist über unsere Unvollkommenheit. Ist er nicht. Diese Verirrung, die die Welt betrifft, wir sollten uns nicht darüber wundern. Es rechtfertigt nicht unsere Taten. Es sagt nicht aus, dass wir richtig handeln, wenn wir unsere Sünden noch nach außen tragen und wenn wir unsere Sünden nicht zum Kreuz bringen, sondern vor der Welt noch präsentieren. Das ist eine absolut falsche Art zu leben. Ja, und sie ist von Gott auch verurteilt worden. Und gerade weil wir nicht anders können, musste er ans Kreuz. Und gerade weil wir nicht fähig sind, diese Gerechtigkeit selbst zu produzieren, ging er ans Kreuz. Aber wer will verurteilen? Wer nimmt sich das Recht und wer erhebt die Hand und wer besitzt die Frechheit, die Gerechtigkeit Gottes in Frage zu stellen? Wer will es tun? Jedem, der das versucht, dem sollte es klar sein, er verurteilt Gott. Er stellt sich als Richter über Gott. Und mit den Konsequenzen wird er auch rechnen müssen. Genauso wie die Ägypter damals. Letztendlich haben sie den Weg bis zum Meer gefunden, als das Volk schon in Sicherheit war. Das Meer war immer noch geteilt. Was war die Konsequenz? Der gleiche Durchgang. Die gleiche Stelle, das gleiche Wasser, die gleiche Wende aus Wasser und die gleiche Logik. Okay, jetzt haben wir einen Korridor, jetzt können wir sie einholen. Endete als eine Katastrophe für sie. Es gibt für den ungläubigen Menschen nicht den gleichen Weg wie für denjenigen, den Gott durch das Meer führt. Es gibt für einen Nichtgläubigen nicht die Möglichkeit, sich genauso zu retten. Für uns, die wir wiedergeboren sind, für uns Kinder Gottes, erkennen wir die Herrlichkeit Gottes. Er öffnet das Meer und das Volk geht hindurch. Als wir mit unserer Schuld vor Kreuz standen, was hat er gemacht? Er hat den Himmel geöffnet. Und wir durften hinein. Obwohl wir hier noch auf dieser Erde sind, wissen wir, welche Zukunft uns erwartet. Wir wissen, wo unser Zuhause ist. Und jeder, der versucht, am Kreuz vorbei zu kommen, dem wird dieser Weg zum Verhängnis. Es gibt keinen Weg am Kreuz vorbei. Gott muss den Himmel öffnen, damit der Mensch da hineingehen kann.
keine Gerechtigkeit der Menschen, keine Logik, keine Klugheit, keine Intelligenz wird es schaffen, in den Himmel hineinzukommen. Und nur diejenigen, die sich auf diese Herrlichkeit verlassen, nur diejenigen, die diese Herrlichkeit in sich und bei sich und über sich empfunden haben, diejenigen, die sie wahrnehmen, diejenigen, die diese Liebe im Herzen tragen, über die wir schon gehört haben, denen ist die Tür geöffnet worden. Er sagt im Römer weiter: Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, alles steht unter Fragezeichen. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. So sind unsere Empfindungen. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe Geschwister, eins muss ich dazu sagen: Das alles war nicht unsere Entscheidung. Diese Sicherheit zu bekommen, war nicht unsere Kunst. Diesen Schutz wahrzunehmen, war eine Entscheidung Gottes. Diesen Schutz uns zu schenken, das war eine Entscheidung Gottes über unser Leben. Gott hat sich entschieden. Diejenigen, die ihm vertrauen, diejenigen, die ihm ihr Glauben schenken, diejenigen, die ihren Leib bereit sind, auf den Altar zu legen, sich für geschlachtet zu achten, jeden Tag aufs Neue, für diese Menschen hat er entschieden, sich stark zu machen. Wir lesen noch eine Stelle aus 4. Mose und wir werden uns Gedanken darüber machen, wie die Wolke der Herrlichkeit das Volk begleitete und das Volk führte durch die Wüste. In erster Linie haben wir gesagt, erschien diese Wolke, um zu schützen, um einen Unterschied festzulegen, um eine Klarheit zu schaffen. Diese werde ich aufklären und diese werde ich in Verirrung führen. Weil diese haben sich, weil sie sich auf den Weg gemacht haben, haben sich mir anvertraut. Und das sind diejenigen, die meine Entscheidung widerrufen haben. Das sind diejenigen, die meine Kinder verfolgen. Bei all der Liebe Gottes müssen wir immer auch die Gerechtigkeit, die Heiligkeit und die Wahrhaftigkeit Gottes im Auge betrachten. Gott hat nun mal einen Weg festgelegt und dieser Weg ist zu akzeptieren. Wenn wir uns gegenstellen, stellen wir uns gegen Gott, dann haben wir ihn zum Feind. Für uns gilt dann diese Liebe nicht, weil wir sie abgelehnt haben. Wir können nicht damit rechnen, wenn Gott die Liebe ist, dann wird er alles tolerieren. Wir können nicht damit rechnen, dass wenn wir hören, Gott ist die Liebe, dann wird er alles dulden. Dann wird er schon alles zum Guten führen. Eine große Täuschung. Und die Menschen werden irgendwann mal gewaltig enttäuscht sein, weil sie der Lüge geglaubt haben. Die Heiligkeit Gottes bleibt die Heiligkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes bleibt für ewig. Und diejenigen, die sich für die Liebe entschieden haben, werden sie erfahren. Diejenigen, die die Liebe verachtet haben, abgelehnt haben und nicht in Anspruch genommen haben, werden ihr Gericht bekommen. Und diese Botschaft will ich so klar wie möglich jedes Mal an den Tag legen. Aber die Wolke oder die Herrlichkeit Gottes begleitet und führte das Volk Gottes auch. 4. Mose, Kapitel 9, 15 bis 23. Eine ganz, ganz interessante Wirkung dieser Wolke. Und mit der Wolke meine ich die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit.
Und an dem Tag, als die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung, nämlich das Zelt des Zeugnisses, und am Abend war sie über der Wohnung anzusehen, wie Feuer, bis zum Morgen. So war es alle Zeit, bitte achtet auf diese Worte, so war es alle Zeit. Es ist nicht, wie wir manchmal uns das vorstellen, das ist nicht die Erscheinung, die zeitliche Erscheinung, sondern so war das alle Zeit. Die Wolke bedeckte sie, aber bei Nacht war sie anzusehen wie Feuer, wie eine Feuersäule, könnte man noch übersetzen. So oft sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Kinder Israels auf, an dem Ort aber, an dem sich die Wolke niederließ, da lagerten sich die Kinder Israels. Nach dem Befehl des Herrn brachten die Kinder Israels auf, und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung ruhte, solange lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage lang auf der Wohnung verweilte, so beachteten die Kinder Israels die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Und wenn es vorkam, dass die Wolke nur einige Tage auf der Wohnung blieb, so lagerten sie sich doch nach dem Befehl des Herrn und brachen auch nach dem Befehl des Herrn auf. Man kann es geschichtlich betrachten, man kann es als Tatsache sehen, man kann sagen, okay, das war damals bei den Juden. Aber lasst uns mal ein bisschen tiefer hineinschauen. Und dann die Anwendung für unsere Zeit, für uns, für unsere Praxis finden. Schaut mal, was würde passieren? Wir haben jetzt den Text gelesen. Was würde passieren in der Wüste Sinai? Und ich habe mal über diese Wüste gelesen, dass die Wüste eigentlich ein Ort des Todes war. Man musste sie entweder ganz, ganz schnell überqueren, mit sehr viel Schutz, oder man hatte überhaupt keine Überlebenschance. Und wir wissen, dass die Israeliten 40 Jahre in dieser Wüste verbracht haben. Und für mich war das immer so, bis ich diese Stelle verstanden habe, für mich war das immer so, naja gut, die Wolke war wie so ein Navi. Ne? Das Navi sagt jetzt so, ab jetzt rechts, und dann hast du verpasst, und dann sagt das Navi, nee, bitte nochmal wenden, und jetzt nicht mehr rechts, sondern links. Wir kennen das, ne? Aus den Autos. Ich habe immer gedacht, dass diese Erscheinung des Herrn so eine Art Navigation war. Ich glaube auch heute noch, dass es eine Navigation war. Nur nicht der Mensch hat entschieden, sondern die Navigation hat entschieden. Und das ist der große Unterschied. Jetzt stellt euch das mal vor, das Volk würde sagen, jetzt sitzen wir hier schon 3 Wochen, lasst uns mal aufbrechen und losgehen. Würde die Wolke folgen? Wie lange würden sie überleben? Und wenn wir die Wolke nicht nur als Herrlichkeit Gottes, sondern als lebensspendende, als lebenserhaltenden Schutz betrachten, wenn wir merken, dass diese Wolke, die über sie lagerte, im Grunde genommen dafür sorgte, dass die Sonne sie nicht umgebracht hat, das nur aus physischer Sicht betrachtet, allein das hat ihnen Leben gespendet. Es hat ihnen die Möglichkeit gegeben, nicht umzukommen, sondern zu leben. Manchmal war es nur ein Tag, haben wir gelesen, manchmal waren es Wochen, manchmal vielleicht sogar Monate. Und die Wolke, die über ihnen war, schützte sie. Sie gab ihnen die Überlebenschance. Natürlich kennen wir das Volk. Das hat rumgemeckert. Einmal fehlte ihnen der Knoblauch aus Ägypten, das andere Mal waren sie so satt vom Fleisch, dass es denen aus den Ohren hing. Ja, und dann waren sie durstig und dann waren sie müde und dann war das und dann war das und dann, wie die Juden sind, da kam das Manna vom Himmel und dann haben sie angesammelt.
im Vorrat, soweit es möglich war, und mussten feststellen, dass sie im Grunde genommen verfaultes Lebensmittelzeug im Kühlschrank hatten. Und Gott arbeitete mit diesem Volk. Er hat seine Wolke nicht zurückgezogen. Und das Volk musste ganz schnell kapieren, solange ich da bin, wo der Herr ist, bin ich im Lebensbereich. Sobald ich versuche, der Herr kann ja gerne an dieser Stelle hängen bleiben, aber ich mache mal meinen Weg, ich gehe mal meine Wege, ich entscheide, ich habe das Recht, als freier Mensch zu entscheiden, ich entscheide mal, was für mich besser ist. In diesem Augenblick, wenn das die Israeliten gemacht hätten, wie lange würden sie überleben? Wenn wir das heute für uns anwenden, muss ich mich persönlich selbst immer wieder daran erkennen, dass ich eine total falsche Vorstellung von meinem Herrn habe. Meine Vorstellung besteht darin, ich laufe mal, der Herr wird schon hinterherkommen. Ich entscheide mal und dann hat ja Gott versprochen, mich zu segnen. Ich nehme ihn in Anspruch, damit ich ihn beauftragen kann. Ich nehme mir das Recht, über Gott zu bestimmen. Ich weiß nicht, wo wir das rauslesen. Ich weiß auch nicht, wie wir auf diese Idee kommen. Ich denke, die kommt aus dem alten Adam. Sie kommt aus unserem Egoismus. Sie kommt aus der Tiefe unserer Sündhaftigkeit. Von da aus, da ist die Quelle unserer falschen Vorstellung über diesen Gott. Das Volk Israels musste lernen, so lange an der Stelle zu verweilen, solange die Wolke da war, solange Gott da war. Obwohl Gott allgegenwärtig ist, kann Gott einen Ort bestimmen für mich, wo er mich haben will. Ich wiederhole es nochmal. Bei all der Fähigkeit Gottes, allgegenwärtig zu sein, hat Gott die Macht und das vollkommene Recht, zu bestimmen, wo ich zu sein habe. Meinen Ort, meinen Dienst, meine Gegenwart, meine Aufgabe, meine Daseinsberechtigung, meine Zeit auf dieser Welt, meine Gesundheit in dieser Welt, mein Erfolg in dieser Welt. Er hat das zu entscheiden. Wenn ich diese Dinge, und das kann, diesen Katalog kann man noch viel weiter ziehen, wenn ich diese Dinge in meine Hand nehme und dann damit rechne, dass Gott ja irgendwie hinterherkommen muss mit meinen Ideen und mich dabei noch segnen soll, werde ich sehr schnell feststellen, dass es entweder komplett schief geht und ich werde leiden, ich werde Zeiten erleben, wo die Herrlichkeit Gottes plötzlich nicht mehr sichtbar ist. Ich werde Zeiten erleben, in denen ich Gott nicht mehr finden kann. Ich werde Zeiten der Dürre erleben. Könnt ihr euch an den Befehl zum Abendmahl erinnern? Was sagt Gott da? Er sagt nicht, passt auf, sortiert mal die Sonntage und wenn es euch schlecht geht, dann enthaltet euch über das Abendmahl und wenn es euch gut geht, dann nehmt das Abendmahl. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wir sollen das Abendmahl nehmen und wir sollen uns prüfen. Und zwar jeder Einzelne. Ich habe über keinen zu bestimmen. Jeder Einzelne hat sich zu prüfen. Ist der gebrochene Leib und das vergossene Blut, ist das für mich ein Symbol, das in meinem Leben Relevanz hat? Bestimmt Gott über meine Handlungen oder bestimme ich meine Handlungen und rechne damit, dass Gott sie segnet? Kann ich über den gebrochenen Leib nachdenken in der Tiefe, in der Gott sie festgelegt hat? Oder versuche ich da meine eigene Theologie aufzubauen? Und deswegen sagt auch Paulus an die Korinther, versteht ihr jetzt, warum viele von euch krank sind und nicht wenige sind entschlafen? Er redet nicht von der Welt,
Die Welt kann man nicht mehr verurteilen, als sie schon verurteilt ist. Die Welt kann nicht sich selbst verurteilen, weil sie die Fähigkeit nicht besitzt, die Wahrheit zu sehen. Wir können als Menschen, als physische Menschen, als ungläubige Menschen, wir können vielleicht über die Werke, über die Taten, über die Ideologien entscheiden. Wir können sagen, das passt mir, deswegen nenne ich das gut, und das passt mir nicht, deswegen nenne ich das schlecht. Dieses Recht nehmen wir uns. Wie viel Wahrheit steckt da drin? Es ist alles sehr subjektiv. Die Objektivität der Wahrheit liegt in der Gottesweisheit. Vitali, würdest du mir bitte wieder ein Glas Wasser bringen? Danke. Und jetzt stellt euch das mal vor. Das Volk Israel muss feststellen, der Herr, manchmal sind sie abends angekommen, haben alles aufgebaut, und diese Stiftshütte, wer in der Bibelarbeit gewesen ist, der weiß, wie viel Arbeit das war, ne? Das Ganze musste getragen werden, dann aufgestellt, aufgebaut, die waren die ganze Nacht damit beschäftigt. Morgen früh, gerade wischen sie die letzten Tropfen Schweiß von der Stirn, die Wolke erhebt sich und marschiert weiter. Der Mensch würde sagen, hey, lass uns doch ein bisschen stille Zeit genießen. Wir sind auch bereit, noch ein bisschen zu warten. Wir sind sogar für die stille Zeit bereit. Aber bitte nicht nochmal 10 Kilometer. Aber die Wolke erhebt sich, ohne mit dem Menschen Rat zu halten. Manchmal erleben wir das in unserem Leben, dass Gott mit uns ganz seltsame Wege geht. Nicht wahr, Michael? Und uns würde was anderes ganz, ganz lieber sein. Wir hätten eine ganz andere Vorstellung über das, was für uns gut ist. Aber die Wolke erhebt sich und die Wolke zieht. Und auf diesen Befehl des Herrn gehen sie mit. Wenn wir in der heutigen Zeit Gott tatsächlich erleben wollen, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, in seinem Wesen, sollten wir nicht die Auftraggeber sein für seine Bewegungen, sondern wir sollten seinen Befehlen und seinen Bewegungen folgen. Und manchmal bedeutet das auch, dass wir wahrscheinlich das Leben verlieren werden. Es gibt genug Menschen, die sehr unbequeme Wege gehen, weil sie den Willen des Herrn erkannt haben. Manche Leute, die sterben ganz friedlich, die schlafen abends ein und wachen morgens im Paradies auf. Diesen Tod kann man sich nur wünschen. Als Mensch finden wir es gut. Und manche Menschen, die sind ans Bett gefesselt, 40 Jahre lang. Und diese Menschen, solange sich die Wolke nicht bewegt, solange sich die Herrlichkeit Gottes nicht eine andere Entscheidung trifft, leben sie mit der Entscheidung Gottes. Das Interessante ist, in der Zeit der Ruhe, als die Israeliten lagerten, waren sie von allen Seiten versorgt, oder? Sie hatten alles. Gott hat für alle Dinge gesorgt. Das Murren, das immer wieder rebellieren wollen, hat ihnen Probleme bereitet. Ich lese noch mal weiter den Vers 21. Und wenn es auch vorkam, dass die Wolke nur vom Abend bis zum Morgen blieb und sich die Wolke am Morgen erhob, so brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht und die Wolke erhob sich. Danach, so brachen sie auch auf. Und ganz interessant, Gott widmet so viele Sätze, der Mensch sagt, naja, ist schon klar. Aber Gott wiederholt es immer wieder und sagt, hör zu, Mensch. Hör zu, bitte, Mensch. Wenn ich einen Tag, wenn ich einen halben Tag, wenn ich eine Stunde, wenn ich eine Woche, wenn ich einen Monat. Und er wiederholt das immer wieder und immer wieder und sagt, oder wenn die Wolke 2 Tage oder einen Monat oder längere Zeit auf der Wohnung verweilte und auf ihr ruhte, so lagerten sich die Kinder Israels und brachen nicht auf. Erst wenn sie sich erhob, dann brachen sie auf.
Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie achteten auf die Anweisung des Herrn, gemäß dem Befehl des Herrn durch Mose. Und das ist die Voraussetzung. Sie waren nicht eine Herde Schafe, die irgendwie nach der Intuition handelten. Sie hatten ihre Köpfe, sie hatten ihren Verstand, sie haben ihre Logik, sie haben ihre Intelligenz. Und das war ein sehr, sehr, sehr schlaues Volk. Weil nur ein Volk, das weiß, dass es schlau ist, und dass es das Volk, das weiß, dass es Intelligenz ist, kann zu so einem sturen Volk werden wie die Israeliten. Die Sturheit wächst auf der Meinung, ich weiß es besser. Nun, ich will die Juden in gar keinem Fall jetzt hier kritisieren. Wenn ich mich anschaue, dann würde mich in der Sturheit wahrscheinlich manch ein Jude noch beneiden. Daher bin ich nicht besser. Ich bin jeden Tag geneigt, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich bin jeden Tag geneigt, aufzubrechen, wenn Gott es noch gar nicht will. Und was mir am meisten schwer fällt, ist zu ruhen, wenn Gott ruht. Ja? Zu ruhen, wenn Gott ruht. Einmal hat mein Vorgesetzter einem der Mitarbeiter Folgendes erklärt. Und das saß bei mir so fest. Er hat gesagt, pass mal auf, weil der Mitarbeiter immer wieder ausgebrochen ist und immer wieder irgendwas getan hat, was er für richtig hielt, hat irgendwann mal der Arbeitgeber gesagt, pass mal auf, wenn ich entscheide, dir deinen Lohn zu zahlen für folgende Aufgabe, du setzt dich jetzt hier auf diesen Stuhl im Schatten und starrst 8 Stunden lang diese Palette an. Und dafür bin ich bereit, dir Geld zu zahlen. Dann ist das dein Job. Wenn du damit nicht einverstanden bist, kannst du gerne den Vertrag brechen und du kannst eine andere Firma suchen. Natürlich ist das psychologisch fast unmöglich. Es ist eine sehr schwere Aufgabe. Ich hörte zu dem Ganzen und dachte, Herr, du hast wirklich Humor. Du bringst mir jetzt so eine Lektion bei. Wenn ich in deiner Ruhe bleiben will, dann habe ich das zu tun, was du willst. Das ist die einzige Voraussetzung, in deiner Ruhe zu bleiben. Büchse ich aus, was werde ich vorfinden? Unruhe. Jedes Mal, wenn die Versuchung kommt, durch meine Gedanken, durch meine Wahrnehmung, durch meine Empfindungen, durch meine Voraussicht, durch meine Intelligenz in die Unruhe geführt zu werden, sollte ich wissen, wenn ich die Ruhe Gottes verlasse, werde ich nur Unruhe vorfinden. Es wird nichts anderes geben. Lass uns nochmal Matthäus aufmachen. Matthäus Kapitel 1, Verse 20, 23. Und hier spricht Gott davon, dass er mit uns ist. Genauso wie die Wolke mit den Israeliten war. Es geht hier um Josef und um die Situation, als Josef von seiner menschlichen Seite erfuhr, was da mit Maria passiert ist, dass sie schwanger ist. Und er merkte, irgendwie bin ich hier der Dritte im Spiel und irgendwie bin ich hier jetzt nicht mehr am Platz. Und dann kommen ihm Gedanken hoch. Er versucht, die Ehre der Maria zu retten, versucht da so Schlingelwege zu gehen und versucht da, sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen oder irgendwie, man kann es so oder so betrachten, man kann es so oder so sehen. Ich weiß nicht, ich war nicht im Kopf von Josef, aber das, was ich herausnehmen kann aus dem, was ich lese, merke ich, er hatte ein Riesenproblem. Und jetzt schreibt das Wort uns Folgendes. Während er aber, Josef, aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er
wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Wie viele Josefs sitzen heute hier in diesem Saal und wie viele Marias? Wie vielen Menschen hat Gott gesagt, ich bin bei dir? Am Ende dieses Evangeliums, Kapitel 28, sagt Gott, mir ist gegeben alle Macht. Und ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Und ich werde immer bei euch sein. Die Frage, die da sich selbst anbietet, ist, Herr, will ich das? Ich habe für mein Leben festgestellt, es ist falsch zu denken, dass wenn Gott es versprochen hat, dann darf ich tun, was ich will. Dann darf ich meine Wege gehen. Und Gott hat versprochen, er wird es schon tun. Dann ist es absolut falsch zu glauben, dass Gott jeden meinen Weg mit mir gehen wird. Ich werde manch einen Weg selbst anfangen. Ich werde manch eine Sackgasse selbst erleben. Ich werde manch ein Problem meistern müssen, und zwar selbst. Und es sagt nicht aus, dass Gott es nicht kennt oder dass Gott mich verlassen hat, sondern wenn ich mich aus dem Bereich seines Willens herausnehme, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich es so empfinde, als ob er nicht da ist. Unter der Wolke zu sein, bedeutet vor der Sonne geschützt zu sein. Auszubüchsen bedeutet, der gesamten Macht und Kraft der Sünde ausgeliefert zu sein. Viele unserer Misserfolge sind darauf zurückzuführen. Der Engel sagt zu Maria, er wird einen Namen bekommen, Immanuel. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Was für ein Riesentrost ist es, dass die Herrlichkeit Gottes heute noch die gleiche Kraft besitzt. Sie ist auch heute mächtig genug, mit uns zu sein. Lasst uns darauf achten, dass wir sie nicht missbrauchen, dass wir dieses Versprechen Gottes nicht missbräuchlich für uns gebrauchen. Darauf sollten wir achten, genauso wie die Israeliten darauf achteten, wie bewegt sich die Wolke. Sollten auch wir heute in erster Linie, bevor wir irgendeine Entscheidung treffen, uns nicht darauf konzentrieren, was die Umstände sagen, was die Umstände machen und was da alles auf uns so zurollt. Und wie heiß die Sonne ist und wie trocken das Land. Und auf diesem Sand kann man gar nicht barfuß laufen. Sondern wir sollten darauf achten, peinlichst, penibel darauf achten, was Gott mit uns will. Gott hat uns dazu fähig gemacht. Kein Mensch wird sich rausreden können, weil jeder von uns ist nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden. Und wenn wir uns entscheiden, ihm gehorsam zu sein, wird der Heilige Geist, der in uns wohnt, dafür sorgen, dass wir den Gehorsam verstehen können. Auf die Ansage, ich höre die Stimme Gottes nicht, würde ich gerne dem Menschen sagen, dann fange mal damit an, nach seinem Willen zu suchen. Gott lässt sich finden von jedem, der ihn sucht. Aber wenn ich meinen Willen suche und dann von Gott erwarte, dass er mit mir eine Diskussion eingeht, kann ich lange warten. Es wird nicht passieren. Dann schauen wir uns nochmal 2. Mose an. Oh, meine Zeit, die Leute. Oh. Noch 10 Minuten, maximal. Bitte, 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 habt Geduld. 2. Mose 40, 34 bis 38. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die Stiftshütte. Das ist die Überschrift von diesem Abschnitt. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung.
Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte. Und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. So oft sich aber die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Kinder Israels auf, während aller ihrer Wanderungen. Nochmal, während aller ihrer Wanderungen. Nicht nur eine Woche lang. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag und bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin, vor den Augen des gesamten Hauses Israel, während aller ihrer Wanderung. Wir merken, einmal war die Wolke als Schutz, einmal war die Wolke als Bedeckung, als lebensspendende Wolke, und dann kommt der Augenblick im Leben der Israeliten, wo die Wolke einen anderen Platz einnahm. Sie ging in die Stiftshütte hinein. Wir lesen jetzt, wegen der Zeit, lesen wir jetzt noch im Epheserbrief, Kapitel 2, 19 und 22. Hier geht es um die Gemeinde und um ihre Positionierung, um ihre Aufgabe. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel des Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet, keine Vergangenheitsform, bitte beachten, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also wenn Gott mit uns arbeitet und wenn wir ausbüchsen, sind wir immer noch die Israeliten im Sinne Gottes. Wir sind immer noch seine Kinder im Sinne seiner Versprechen. Und wenn ein Kind ausbüchst und schwere Tage erlebt und eine ganz harte Schule durchlaufen muss, ist das immer noch ein Kind Gottes. Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes jetzt nicht mehr irgendwo ist, sondern hier. Es gibt eine Phase bei den Menschen, wo die Wolke ihn in dieser Welt schützt und begleitet und Wege schafft und rettet und hinausführt. Dann gibt es die Phase beim Menschen, wo er das verstanden, begriffen hat und sagt, wow, ich habe Gott erlebt, also muss es ihn geben. Also gehe ich zu ihm. Dann beginnt die Phase des Lebensspendens. Da, wo die Wolke beginnt, mich von der Sonne zu schützen, die mich verbrennen kann. Sie gibt mir Leben in einem Bereich, wo man nicht überleben kann. Und wenn ich dann bereit bin, mich dann zu bewegen, wenn die Wolke sich bewegt, dann kommt die dritte Phase im Leben. Und die geschieht leider bei vielen Christen sehr, sehr spät im Leben. Und ich gehöre auch dazu. Wenn ich begriffen habe, dass Gott über mich entscheidet, nicht ich über Gott und nicht ich nehme ihn mit, sondern er ruft mich, er zieht mich. Wenn ich das begriffen habe, dann kommt die Phase, wo er die Wohnung in mir nimmt. Wir sind nicht mehr Fremdlinge, wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt, wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Verse 17 und 20, sagt uns oder gibt uns noch folgende Worte auf den Weg. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Hört ihr diese Worte? Wer sich entschieden hat, dem Herrn anzuhängen, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes.
Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Das wäre genauso, wie wenn die Israeliten in der Stiftshütte sündigen würden. Es ist eine ganz, ganz, ganz ernste Warnung. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Mein Geist, mein Leib gehört Gott. Wenn Gott mich in Bewegung setzt, dann geht er mit. Wenn ich mich in Bewegung setze, muss ich erfahren, dass ich Gott verlasse. Nicht Gott mich, sondern ich verlasse sein Willen. Lasst uns darauf achten. Es ist in meinen Augen das, was wir heute im Turbo-Tempo durchgenommen haben. Es ist für uns als Kinder Gottes ein Riesentrost. Es ist eine große Lehre, es ist eine große Aufgabe. Und wenn ich über eine große Aufgabe rede, dann rede ich über ein riesengroßes Vertrauen Gott, das Gott in uns setzt. Er wusste, wen er gewählt hat. Als er mich gerufen hat, wusste er ganz genau, wen er da ruft. Als ich seinen Ruf vernommen habe, wusste ich noch nicht, was sein Wille war. Und Tag für Tag, von morgen bis spät, erfahre ich, hier bist du stur gewesen, hier bist du eigensinnig gewesen, hier hast du dir selber ein Problem eingehandelt. Und was machen wir? Wir gehen zurück zur Wolke. Wir gehen zurück zu der Herrlichkeit Gottes. Wir kommen zu ihm und erzählen ihm, wie es uns geht, wenn seine Herrlichkeit nicht über uns ist. Amen. Lass uns noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Wir stehen auf dazu, bevor wir dann mit